Hallo, ihr Querlinge. Wir sind im Konpecki Plaza, dem besten Hotel von Night City, angeblich. Es ist ganz schick. Wir haben gemeinsam mit Jackie ein Doppelzimmer, in dem wir zum Glück nicht schlafen müssen, denn wir haben was zu tun. Und das wäre, scanne nach einem Einstiegspunkt für den Flathead. Und ich glaube, das wird wohl der hier sein. Richtig? Jackpot! Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Er kann sich unsichtbar machen, oder was? Ladung bei 100%. Also, Jackie steuert das Ding. Okay, verstehe. Hier da. Die Kleine steckt fest. Was? Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Warum kannst du denn gar nichts, hä? Warum muss ich mich verlinken? Ja, eben. Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Na dann. Hier. Na dann. Ich bin sauber. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Was ist das? Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Scanne nach einem Zugang. Okay. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über uns. Da. Meinen Bezirk. Schacht betreten. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich. Wie genau macht er sich eigentlich unsichtbar? Ach, wieder zu hinter dir. Das drin. Sieht sonst jemand? Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutze Terrarium steuert da. Bitte die Gerechtigkeit. Da. Bug? Problem. Was denn? Zimmerservice ist ob im Weg. Ist? Ich lenk sie ab. Wer? Was haben wir denn im Subnet? Gut aussehen. Okay, schon dabei. Stinkreich, frecher Blick. Der Kerl, der im Penthouse wohnt. Yorinobu Arasaka? Männer wie der sind. Wie wär's mit dem Fernseher? Er mag in tollen Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und? Holoprojektor vielleicht? Nein. Nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nichts. Du bist aber wählerisch. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Und nun? Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Bug, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine nichts. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Ja, dann ruft halt mal die Hausmeister, wenn ihr euch damit nicht auskennt. Jetzt bist du nicht unsichtbar.
Da, vermutlich. Ja. Na dann, weiter. Ich mag den Flathead. Was? Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Was ist das? Ein Port. Da. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit einem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Hallo. Flathead mit dem Stuhl verlinken, B. Netto an der Stuhl. Na ja, gut. Oh, wie ein Facehacker. Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Nicht so gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Brrr, Level up. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Sollen wir das jetzt machen? Machen wir mal, oder? Halt, das ist falsch. Level up. Also, wir sollten auch mal Konstitution irgendwie nachziehen, glaube ich. Dass es A4 bleibt, ist halt auch irgendwie ein bisschen uncool. Deswegen. Oh, wei. Ah, cool, es ist schon toll. Intelligenz auch. Wir haben einen Vorteilspunkt und einen Attributspunkt. Puh. Wo können wir denn hier was reintun? Athletik. Packesel erhöht die Tragekapazität um 60. Oh, ist nicht schlecht. Deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Das ist auch nicht schlecht. Vernichtung. Kugelhagel. Schrot finden und leichte Maschinengewehre für unser. Gut, nutze ich bisher gar nicht. Straßenschlägerei. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen mit stumpfen Waffen um 30%. Erhöht den Schaden von schweren Angriffen mit stumpfen Waffen. Das mache ich gar nicht. Erhöht den Schaden von Angriffskombos mit stumpfen Waffen. Mache ich auch gar nicht. Bei allen Angriffen mit stumpfen Waffen ist alles stumpfe Waffen richtig. Oder Panzerung. Erhöht die Panzerung um 15%, solange du mit stumpfen Waffen blockst. Ja, das macht dann eher nicht.
Aber ich denke mal hier, dass im Kampf regeneriert wird, das kann nicht verkehrt sein. Und Tragekapazität kann auch nicht verkehrt sein. Deswegen packe ich mal hier einen Punkt in Regeneration. Und den Punkt auf die Attribute. Mein Hauptskill war ja eigentlich technische Fähigkeiten. Das soll eigentlich auch so bleiben. Ja, ich gehe so auf technische Fähigkeiten. So. Setz dich hin. Solange ich mich nicht ins Bett legen muss, ist alles okay. Oh, sieht unbequem aus hier. Ein paar Stunden später. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Gang-Anführer. Wozu? Du hast doch dasselbe gemacht, oder? Bist zu den Valentinos, hast mit Blei gespuckt und warst wieder weg. Hey, das ist nicht dasselbe. Heywood ist nicht irgendein Palast in Japan. Ich hatte keine Wahl. Und ich hab dafür bezahlt, oder? 3 Kugeln in die Brust. Fühlt sich an, als steckt immer noch eine drin. Stell mich nicht auf eine Stufe mit diesem Hijo de puta. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Oh. Hey, Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Kann man jetzt so machen? Nein, das ist egal. Ja, läuft. Einfach kleiderer Hund. Es war's dran, sorry. Die guckt doch. Na komm, Lassie. Wird dann wohl im Stockwerk 100 sein, ne? Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. T-Bug, bitte, hilf mir. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. In diesem teuren Hotel ist hier dieser. Hey, Konzentration, das Ding zerkratzt. Na los, schnell. Oh, ja, Moment. Langsam. Warum die Eile? Oh, wir sind schon da. Signal ist weg. Speichern. Die Magier gegangen. Speichern. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Ja. Bin ja schon da. Oh, es regnet. Wir play. Da, hier. Unterm Boden. Ich weiß doch. Sucht nach einem Schalter. Stabil. Schalter 20 Meter, was? Da. Einschalten. Das nehme ich, kann ich jetzt nicht lesen, aus rollenspielerischen Gründen. Nur fürs Protokoll, wo geht's hier hin? Da geht's draußen weiter. Was will's nicht erkunden möchten? Okay, gut. Was ist hier?
Das ist ein Klo. Oh, es stinkt ja bis ins Schlafzimmer. Okay, ich habe alles gesehen. Dafür ist keine Zeit. Doch, ich muss mir solche Dinge angucken. Du weißt doch, wie ich bin. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Das geht in die Hose. Gleich kommt dieser Mech mit den 96% Ersatzteilen. Ja. Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Wie lange noch die? Zu lange. Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Ja, bitte. Reddick intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, was? Zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Welche Säule? Nein, rein da, jetzt. Säule. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich fass es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard? Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein, nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert. Das bringt mich nur um.首を突っ込まないでくれって言っただろう。アザカ様、まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。存じておりますお持ちしましょうか例の。私がやる言ってくれ。 Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajate. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか？ 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど。私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。
貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 Fuck! これでもう俺のことを許す必要はない。 Und wir sind's dann gewesen. Toll! Komm in der Oberliga. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. ならずご期待に沿いますゆえ。 Oh mein Gott. Ein Fehler und die haben ihren Blitzableiter in ihrem komischen Plan hier. Nämlich genau mich. Scheiße, was war das denn? Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Was bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu? Scheiße, wir sind geliefert. Buck, du musst uns hier rausholen. Sofort! Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck! Okay, hab was. Fenster, los! Hat er was dabei? Looten? Ja, was, Mio? Oh, hier geht's lang. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt glücklich, Jackie! Welche Leiter? Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Die haben uns nicht gesehen. Wie kommen hier lang? Sie haben uns nicht gesehen. Das hab ich auch. Wem war klar, dass das so endet? Mir. Wird ein leichter Job. Oh, Scheiße. Ach, das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Was macht der Biochip? Weiß nicht. Druckabfall im Behälter, Biochip-Integrität bei 94% und sinkt weiter, Carajo. Na dann, aufstehen. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach.
überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Wovon zum Teufel redest du da? Der Relic darf nicht isoliert werden. Er braucht eine sichere Umgebung. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zum Glück nicht ich. Jackie, alles okay? Nein. Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Es wurde gerade Code uns beeilen. Brett ausgerufen. Das heißt, wir sollen in den Zimmern bleiben und nicht durch die Lobby spazieren. Amen. Jetzt lass uns verschwinden. Ja, machen wir. So. Wie sehen wir aus? Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Halt den Kopf her. Alles gesichert. Sarkasmus, Karnal. Schön leise kalt machen. Sonderkommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Ich glaube, jetzt muss ich schleichen, ne? So, speichern. So, ich habe schon ein paar Mal gespielt, aber jeweils wurde eine Wache gekillt und das will ich eigentlich nicht. Deswegen probiere ich es mal ohne. Identifiziere die Gefahr. Ja, mach das mal. Du da kriegst ein Breach-Protokoll. C 55 1 C 9 9. So, da kriegst du einen Optikneustart. Was haben wir denn hier? Fangwarte. Okay. Vorsicht! Draußen wird überall Security sein. Ich glaube, der lebt noch, ja? Also, er wird Nackenschmerzen haben, aber ich glaube, Jackie hat ihn so umgehauen, dass er noch lebt. Da es Jackie gemacht hat, kann ich es jetzt eh nicht ändern, also muss ich das jetzt so lassen. Aber ich nehme hier noch was mit. Das ist schön. Was? Ah ja, gut. Unten und oben habe ich. Okay, fast alles. Schön. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Das nehme ich auch, um es später zu lesen. Anweisungen des Personals. Warte mal, irgendwo was? Warte mal. Hier. Kondom und hier. Zeug. Kann ich noch irgendwo rein? Nee, verschlossen. Was bist du? Eine Flasche Abydos. Nee, Bosefs Lager. Ich bin gerade nicht sicher, ob oben in diesem Schwimmbad noch irgendwas war. So, Hausordnung vom Bademeister. Jackie nervt mich gerade nicht, deswegen will ich jetzt nochmal hochgehen. Hätte ich das gemacht, während er noch dabei bei mir wäre, dann, ja, Riesenproblem. Aber so geht's vielleicht.
Eines von 14 Schwimmbädern. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Kein Splitter soweit. Oder hier vielleicht. Was ist das hier? Nix, aber hier. Ach, Kaschmirwolle. Ich glaube, hier ist keiner. Ist aber schick hier. So, jetzt aber wieder runter. Und weiter diesen Parcours. Ja. Sendräume gecheckt. Ja, alles und wieder speichern. Nichts Armes, Ungewöhnliches. Naja, die Terrassentüren sahen beschädigt aus. Dann sieh noch mal nach. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Können wir dich irgendwo bunkern? Ja, vielleicht hier? Du hast ja nicht direkt gesehen. Doch, doch, doch. Achso, da wo wir, ja natürlich. Da wo wir gerade hier Deckung hatten. Da wirst du nicht gleich gesehen. Der Kollege von checkt noch irgendwas. Eine Mülltonne gibt es ja nicht, um dich abzulegen. Das ist irgendwie naheliegend. Dreckige Penner! Na, die können nichts dafür. Und Code Red ist schon richtig, wenn Saburo von seinem Sohnemann gekillt wird. Ich trage die immer noch weit weg. Sicher ist sicher. Erreiche den Aufzug. Oh, muss ich mir in der Lobby irgendwas ausdenken? Die wird ja wohl. Also, wenn die Lobby nicht bewacht ist, dann weiß ich auch nicht. Code Red in dem Hochhaus, also Hotelhochhaus, ist natürlich unten die Lobby bewacht. Was denn sonst? Achso, hier wäre ja noch theoretisch ein Zugangspunkt. Da komme ich aber nicht hin. Weil Tyros zu ist. Nichts Schönes. Ah, saubere Nummer. Saubere Nummer. Da ist einer. Der andere ist da Glas. Kann ich nicht scannen. Da wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ja, mach ich. Der Rechner hilft mir nix. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Achtung, die sehen uns sonst! Ja. Ich würde die gern mal schnell verstecken. Scannen. Ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Ah. Scheiße. Speichern.
ist einer. Da ist einer, die Jungs hinter uns kommen hoffentlich nicht hier durch die Tür. ja. Der hier muss weg, es geht nicht anders. Keine Bedrohung entdeckt. Achtung, wie sehen uns sonst? Niemand sieht mich. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code ausgelöst. Die sind überall. Bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Da ist eine Tür. Tatsächlich. Wir haben das Revier im Blick. Vorsichtig. Ja, ja, schon klar. Den tragen wir mal irgendwo hin, wo nicht gleich jemand ihn sieht. Yorinobu, echt waren wohl alle. Toll! Super Nummer gewesen mit dir. Oh, das wollte ich. Ich wollte doch nur dahinter. Mensch, nehmen. Ah, saubere Nummer. Jackie, Schnauze. Ich weiß, dass du da bist. Ich zu was? Dreckige Pech. Ach, das ist irgendwas hier. Ich muss jetzt da durch. Wo ist denn dieser Aufzug, verdammt? Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Achtung, wie? Hier sind Kameras. Wo? Hier ist keine Kamera, erzähl nicht Blödsinn. Wo ist denn diese Kamera? Gar nichts ist hier. Mhm. Mehrere Typen. Oh. Das muss noch mit. Schnell, verstecken! Ich versteck mich doch! Die ganze Zeit mache ich nichts anderes! Wo ist denn die Kamera? Hier ist doch keine Kamera. Was denn? Wer sieht Hallo? Mich denn? Wo bist du? Es ist doch überhaupt niemand hier gewesen. Okay, unsichtbare Kameras oder so, was weiß ich. Zeig dich. Die können dich sehen. Die können mich nicht sehen. Niemand sieht mich. Achtung. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Einfacher Büro. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Danke. Hallo! Verstecken! Okay. So. Ist der nächste, scheiße. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Das glaube ich euch. Achtung, die sehen uns schon. Moment. Ablenkungsmanöver? Nee, dann sieht der andere uns. Also eigentlich müsste der Typ jetzt genau den gleichen Weg gehen wie sein Vorgänger. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. So. Zeig dich! Ja. Waffe? Jetzt haben wir nur noch einen. Kann ich dem die Optik neu starten? Ja, erstmal Breach-Protokoll.
1C, 15, machen wir das so. Und Optik neue Stadt. Sicherheitsdienst, sofort öffnen! Hallo. Oh, das war knapp. Koffer? Nein. Speichern. Das war ein Volale. Saubere Nummer. Oh, hör bloß auf. Dreckige Penner. Wir müssen zum Aufzug. Was ist das hier für ein Lounge? Oh, da liegt ein Splitter. Den nehme ich mit. Das war ein Volale. Ja. Achtung. Im Konfetti Plaza wurde ein Code. Konfetti Plaza, das haben wir wohl schon. Na komm, ein bisschen was müssen wir noch mitnehmen. Ich glaube, so viele später wird das nicht geben von Evelyn. Nach der Nummer hier. So. So, ein bisschen Taschengeld, jawohl. Achso, da hinten. Ah, da war ja mal schon richtig. Dann jetzt aus rollenspielerischen Gründen doch eher raus und nicht noch irgendwelche Ecken durchsuchen. Saubere Nummer. Jackie. Madre, hier geht nicht. Was ist mit dem anderen? Warum sollte der andere gehen? Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Dreckige Penner. Das läuft ganz gut. Hör nur noch ein bisschen. Das läuft überhaupt nicht gut. Ah, schon der nächste wieder. Oh, Scheibenhornig. Achtung. Sichern Stock für Stock. Bisher bitte nichts. Bleiben Sie in Ihren Zimmern und wir auch. Fahrstuhl deaktivieren und weitersuchen. Fahrstuhl ist auch bewacht. Du kannst dich nirgendwo verstecken. Die können dich sehen. Mir sieht hier doch keiner. Wo bist denn du überhaupt? Die sehen dich, du Rhinoceros. Der Feinkontakt, der bestätigt wurde, ist bestimmt nicht wegen mir. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Ja, komm doch mal her. Dann klären wir das unter Männern. Hey, Kameras! Schnauze, Jackie! Kann man den ausschalten? Der macht mich noch wahnsinnig bis zum Ende vom Let's Play. Tür. Sehr gut. Das war hier wohl einer, der Verantwortung trug. Und die trage jetzt ich. Was sind das Wortes? Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Hier hinten! Der Feind schläft nicht. Da rechts steht einer. Du siehst mich einfach nicht. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten. Oh. Das sollten wir auf jeden Fall deaktivieren. Da müssen wir hin, da ist der auch noch im Weg, aber der stört mich zuallererst. Weiß ich nicht, ob die neue Stadt machen muss. 1C. E9. Ach, mach irgendwas. Komm, hier, fertig. Hallo, wo bist du? Kann ich pfeifen? Pfeifen geht nicht, so weit weg. Ah, da sieht ein Jackie, das ist auch doof. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn!
machst hier gar nichts. Bleibt wachsam! Er ist hier irgendwo! Könnte auch nicht sie sein. Ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. So, dich kann man doch irgendwie ablenkenderweise irgendwo hinschicken, stimmt's? Du kannst dich nirgendwo verstecken! Doch! Saubere Nummer. Schnauze. Die Sache stinkt. Du stinkst auch. Komisch. Mann, hast du mich geärgert. Puh. Hygienebeutel, danke. Splitter. Ist aber auch immer der gleiche. Na, ach, dieser Hocker. Hallo? So. Wir haben da jetzt den Zugang zum Achtung. Aufzug. Im Confetti Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Die Typen da hinten sehen uns bitte nicht, die sind so weit weg. Sie Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen. Jackie, du kannst mitkommen. Wir fahren jetzt nach unten. Oder mal, das Ding hier, Terminal geht nicht. Okay. Puh, speichern. Komm, Keule. Wir wollen nicht in die Konsequenz sehen. Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wir überleben das. Davon bin ich nicht überzeugt. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Ach, T-Bug ist tot. Ei, scheiße. Das habe ich noch gar nicht so gerafft. Wow, böse. Aber im Moment eher eines meiner kleineren Probleme. Vorsichtig! Das ist einer. Wie. Speichern. Wir haben das Revier im Blick. Vorsichtig! Kameras ausschalten. Moment. Verlinken. Bisschen was. Das Ding schalte ich aus. Benutzen. Lokales Netzwerk. Ich kann alles mal ausschalten. Dateien. Diese Woche elektrische Anlagen in Zimmer 2 und 3 ersetzen. Holographische Projektoren in Zimmer 1 rekonfigurieren. Lichtintensität ändern. Dann verbleibende Probleme überprüfen. Vielleicht unterschiedliche Modelle bestellen. Zusätzliche Schalttafel in Bar installieren. Maler informieren, dass Tenards Blau nicht dasselbe ist wie Turnbulls Blau. Neue Farben von ihrer Bezahlung abziehen und Fäden feuern.
Verwaltung an Empfang. Mir wurde soeben vom Rathaus mitgeteilt, dass das Konpecki Plaza den Bürgermeister von Night City und seine Gäste empfangen wird. Sie werden nicht hier übernachten, also buchen Sie eines der kleinen Konferenzzimmer. Diese Information ist vertraulich, das heißt, die Hotelmitarbeiter sollten nicht darüber informiert werden. Aha, und? Zwei Militärdienstagenten werden heute Abend im Hotel ankommen. Gäste von Hajime Taki. Bitte weisen Sie ihnen unverzüglich den Weg zu ihm. Selber Ablauf wie bei HTs anderen Geschäftspartnern, das heißt, völlige Diskretion, Überwachung im Raum deaktivieren. Ah, sehr gut. Keine weiteren Dienstleistungen anbieten. Okay, das sind wir gewesen. Interessant. So. Halt. Moment. Wir müssen durch die Lobby. Leise, sonst entdecken die uns. Da ist einer von den Stinkern. Ist das der Einzige? Im Moment, ja, der geht sogar. Das ist schön. Müssten wir den gar nicht killen, weil wir ihn einfach umgehen. Ich habe jetzt hinten die Möglichkeit rumzulaufen, aber ich glaube, dass wir das nicht tun. Aus Gründen der Situation. Der Typ läuft einfach durch die Gegend. Verstecken! Okay, das. Ich muss hier doch ausschalten. Geh weg, geh weg, geh weg! Okay, also da waren noch welche. Ja. War ja irgendwie klar, dass der nicht alleine ist. Aber ich hatte ihn noch nicht gesehen. Nicht gesehen, nicht gesehen. Also du. Wie? Die können dich sehen! Ja, ich weiß es doch. Das ist dieser Stinker. Mist. Schnell verstecken! Der Typ guckt in meine Richtung, das ist nicht gut. Guck bitte mal woanders hin. Ach, komm, speichern. Die sehen uns sonst. Also zwei Typen, die hin und her patrouillieren. Wie? Die können dich sehen. Die können mich nicht sehen. Eine kommt jetzt zu mir, das ist nicht so schlimm. Gehst du jetzt links rum, oder? Vielleicht. Hallo, wo bist du? Dreh dich mal um. Hier ist das Vögelchen. Ach, dein Ausbilder wollte sich im Grabe rumdrehen, wenn er schon tot wäre. So, komm. Den Splitter nehme ich noch mit und dann müssen wir weg, weil die Kamera ist nicht ewig aus. Gleich wieder, komm. Cool, bleib in Wien. Der Feind schläft nicht. Fahrstuhl. Jetzt, los! Was denn? Warte im Aufzug auf Jackie, ja? Okay. Von der Lobby. Das ist ein Leck? Ja, du blutest, ich weiß. Speichern. Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Oh. Die! Dalamain, drück drauf! Komm zurück! Und Dalamain, vergessen Sie nicht, wie das geht. Wenn du gleich losfährst, hagelt gleich Sorgen! Nicht schlecht!
Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So eine Scheiße. Was war das? Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Oh, der. Straßenblockade vor uns. Ich bitte Sie, freundlich sich festzuhalten. Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Was? Ich treffe gar nichts. Das heißt hier einer, das sind drei. Start. Oh, noch eine, komm. Feindliche Lufteinheit eliminiert. Gute Arbeit, Dell. Jackie, du bist weiß wie eine Wand. Hab doch gesagt, wir schaffen es. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann drück drauf! Ich tu, was ich kann. Du musst durchhalten, Jackie. Verstehst du? Klar. Ich schlage vor, dass sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Können wir nichts für dich tun? Wir haben Maxock dabei. Er ist durch die Verletzung des Sturzes gestorben, oder? Er ist ja nicht verletzt worden später. Ach, Jackie, jetzt nervst du mich doch nicht mehr so sehr wie in früheren Zeiten. Ei. Naja, ein Mitwisser weniger, sagen wir so. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Moment. Gib mir eine Sekunde, okay? Kann ich tun, richtig? Mr. Wells Überreste. Wohin soll ich sie bringen? Nach Hause zur Familie hätte er sich gewünscht. Victor Vectors Klinik. Puh. Ja, komm, hier. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Wird ein leichter Job. T-Bug tot, Jackie tot. Super. Lief ganz hervorragend. Oh. So. Und lateinamerikanische Krieger. Wir müssen das alles mal lesen, wenn ich wieder ein bisschen Ruhe habe. Nach der Geschichte hier. Da hinten ist auch noch ein Splitter.
Proteinfarmen einfach nehmen. So, okay, jetzt haben wir hier kurz ein bisschen Ruhe. Und ich denke mal, nach dem ganzen Stress machen wir hier Schluss. Die Episode ist zu Ende und weiter mit dem Kriegsrat jetzt im nächsten Teil. Bis dahin.